Für mich ist ab live den einfachste Plan für eine Dinnerparty ein gut Kisch. Ich experimentiere immer gerne mit verschiedenen Füllungen. Und du willst geht heute bei mir ein indisch Kisch mit Linsen dran. Für meine Kischefüllung brauche ich Linsen aus der Bix, Mango-Chutney, indisch Gewürze, Koriander und zwei Wurzeln. Ein Kisch ist wirklich etwas immens Dankbares, weil es sich sehr zusammenwürfeln lässt. Für die heutigen ist die Basis ein Öhnchen. Und dem muss natürlich wie immer Ugebrote gehen, für das auch gut mögt. Und während den 4 Minuten rappen ich noch 2 Wurzeln. Ich meine, das immer so gerne so Parallelsachen. Also das ist so Rock'n'Roll. Wurzeln können dann noch kurz beim Innen dabei kommen. Also gehen noch ganz kurz mal Ugebroten. Mit die kochen dann noch relax am Ofen, wenn das nicht mehr wirklich wird warm zu kriegen. Und da kommen wir ganz Gewürze dabei. Und das sind also typisch indisch Gewürze. Also allererst mal Garam Masala. Das ist eine indische Gewürzmischung, die in überall zu kaufen kriegt. Und die witzigerweise von allen Marken ein bisschen anders schmeckt. Da kommen Kreuzkümmelkerne dabei, die ich wirklich so gerne. Aber wenn ihr keinen Pfand könnt, dann natürlich auch Kreuzkümmelpulver holen. Und mein letztes Gewürz, als für ein bisschen Farbe zu gehen, das ist Kurkuma. Und ich fand das so erschienen. Gewürze sind plus mega gesund. Und das gibt der Kiste nur eine schöne Gelfarbe. Und ich brauche die Gewürze matt und für das sie wirklich hier ganz gut entfallen. Das machen sie immer so an der indischen Küche. Weil dann poppen die Gewürze eigentlich ab. Und riecht nicht immer gut am Haus, mit schmeckt doch nur gut an der Küche. Und dann kommt noch ein guter Schatz Wein dabei. Ich meine nicht, dass den da mal da verstanden wäre, aber schmeckt aber gut. Und das lassen wir ganz kurz abkochen, für das den Alkohol verflitt. Gut, Kochblock aus und Linsen dabei. Die sind einfach aus dem Glas, die schon viel gekocht sind. Das spurt Zeit und da kommt nur noch Koriander dabei. Ich hacke das Matte stiller, weil ich kann ihn alles um Koriander essen. Geh gut mischen. Schöne Farbe, gell? Gut, dann mache ich natürlich noch einen Flan, wie bei Alkisch. Schon 150 ml Rahm. Und da klappen ich noch 2 Eier drin. Und da könnt natürlich auch wie immer noch Salz dabei. Ein bisschen Pfeffer. Und da kann ich meinen Kisch schon assemblieren. Dann kann ich mein Pferdchen Deeg ausrollen. Das ist heute das Pâte Brisée. Ich kriege den einfach so am Supermarché zu kaufen. Auf mein Bas streiche ich ein bisschen Mango-Chutney. Das klingt vielleicht so, what? Absesses. Aber das müsste ja eigentlich Sinn, weil bei dem Indischen mischt ihr ja ganz oft etwas Mango-Chutney dabei. Absesses. Auf mein Bas kommt da meine Linsenmischung. Und zum Schluss könnt noch eine gute Portion Emmentaler Käse drüber. Das dürft bei einer Küche nicht fehlen. Also brauchst du nur noch 35 Minuten bei 180 Grad zu backen. So sehr, so einfach.